Und wenn ich da irgendeinen Dödel drin habe, und da kontrolliert ja auch keiner mehr, was in Videos gezeigt wird. Ich meine, ich kann jetzt mal so ein bisschen einen Schwenk aus unserem Kurs of For You vorgehen, sag ich mal, wie wir vorgehen. Wir haben ja auch in gewisser Hinsicht ein MCM. Wir haben das nur nicht öffentlich bekannt gegeben. Wir sind auch kein offizielles YouTube-Netzwerk, aber wir haben diese Geschichte mit den freien Redakteuren. Und das, finde ich, ist die bessere Wahl, weil wir gucken, Mensch, welcher YouTuber ist für uns interessant, mit welchem YouTuber möchten wir zusammenarbeiten. Arbeiten. Wir verdienen nichts an dem YouTuber selber. Er gibt uns Content, wir veröffentlichen ihn auf unserem Kanal. Er kriegt Werbung, wir kriegen auch wieder ein Video. So funktioniert es bei uns. Und vor allem, wir gucken uns die Leute genau an. Also wir schauen mal, wir machen eine Qualitätskontrolle, eine Qualitätsprüfung. So was machen die bei Mediakraft nicht. Das können die auch nicht mehr bei 2000 Kanäle. Also da kann man sowas nicht mehr machen. Am Anfang schon, ja, wenn man den Partner reinlässt ins Netzwerk. Aber bei uns wird ja trotzdem nochmal jedes einzelne LP nochmal angeguckt. Zwar nicht komplett, aber stichprobenartig, damit man einfach solche Leute einfach fernhält, die zum Beispiel politisch unkorrekten Scheiß labern. Was ja auch mittlerweile ziemlich schwierig ist, weil wenn man sich als Fernsehsender bezeichnet, dann finde ich, sollte man sich auch an die rechtlichen Gepflogenheiten von einem Fernsehsender orientieren. Und da muss der halt auch politisch einigermaßen korrekt sein. Außer vielleicht Russia Today oder sowas, ja. Aber das will ich jetzt nicht als Fernsehsender bezeichnen. Ja. Das ist so meine Meinung. Und das ist auch das Product Placement. Es ist ja schön und gut, wenn unsere Fernsehsender Product Placement betreiben. Es ist auch in Ordnung aus meiner Sicht. Schlag mich, aber ich sage, es ist in Ordnung, wenn YouTuber Product Placement machen, solange es gekennzeichnet wird mit einem P oben im Video und nicht so, dass man es dann am Ende ganz unten mal sieht. Oder noch schlimmer sind ja die YouTuber, die das in die Videobeschreibung packen und da guckt eh keine Da schaut Sau rein. niemand rein. Und da kriegt es kein Mensch mit, dass da gerade ein Product Placement gelaufen ist. Und gerade diese Beauty-Geschichten, die ganzen Mädels, die 13, 14 sind, die kaufen den Rotz. Da könnte man den größten Mist, könnte man da als gut Ja. verkaufen. Und die glauben das sofort. Und es sind ja meistens keine Tests, es sind ja meistens irgendwelche Unboxings oder irgendwelche, keine Ahnung, Hauls und so. Das ist ja nix, sag ich mal, wo wirklich ein redaktioneller Background dahinter steht. Und das ist das, was mich halt immer aufregt. Gerade wenn ich sehe, was bei uns, wie bei uns die Videos geklickt werden. Du machst dir die Arbeit, du recherchierst ein Thema heraus, wie zum Beispiel jetzt heute dieses Video. Ich meine, wir haben uns hingesetzt, wir haben Fakten gesammelt, wir haben Artikel gelesen, und wir haben uns da Gedanken gemacht. Und dann kriegst du da vielleicht 100 Views. Ich meine, ich bin nicht klickgeil, aber man möchte trotzdem eine gewisse Anerkennung haben. Und dann kriegt jemand, der sein Rohmaterial von seiner Handykamera hochlädt und gefilmt hat, wie er, keine Ahnung, irgendwo kackt oder was auch immer, der kriegt ein paar Millionen Klicks. Wo ist da die Gerechtigkeit, frage mich. Da gibt's keine Gerechtigkeit. Und das regt mich halt wiederum auf, wo ich sage, wie kann sowas sein? Und da muss man sich auch hinterfragen. Sag mal, was sind das für Leute, die solche Videos gucken? Also, oder das so hypen oder auch abonnieren oder noch schlimmer ist ja Herr Tutorial, der ja null, ich weiß nicht, ich meine, ich bin jetzt kein Freund von dem, der hat ja null Aussagekraft oder null, wie soll ich sagen, null Erscheinungsbild, der schlängelt sich wie unsere Bundeskanzlerin überall durch, der geht mit jedem Trend mit und schaut halt, dass er möglichst viel Klicks kriegt und macht alles, dass er Klicks kriegt. Aber der hat wirklich, der würde sich nie zu einer richtigen Meinung hinreißen lassen, für dir vielleicht mal auf die Schnauze bekommt. Das würde der nie machen, weil der braucht die Klicks, der lebt ja auch davon. Das sehe ich halt sehr, sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen. Naja gut, viel gesagt dazu. Jetzt würde ich vielleicht nochmal auf die Sache eingehen, wer braucht eigentlich ein Netzwerk? Also aus meiner Sicht gar keiner. Ich habe ja gerade genannt, wie wir das bei Kurs O4U machen. Das ist aus meiner Sicht die Zukunft. Und man kann das natürlich noch ausdehnen, das Konzept, das wir haben. Wir wissen noch nicht, ob wir es ausdehnen, aber es kann passieren, dass man zum Beispiel sagt, okay, man produziert mal mit dem einen YouTuber zusammen auf unserem Kanal, dann mal auf seinem Kanal. So, das kann man ja alles erweitern. Und da brauche ich kein Netzwerk für, dass mir dann irgendwelche Leute vorsetzt und sagt, so, jetzt macht mal hier, jetzt setzt euch mal zusammen, macht mal ein Video zusammen und man kann die vielleicht überhaupt nicht riechen. Man macht es einfach nur, weil das Netzwerk das sagt. Also das sehe ich ganz kritisch. Oder wie denkst du das, David? Ja, also ich denke schon, dass es natürlich
so wie wir es machen, vielleicht auch ein bisschen einfacher zu handeln ist. Oder beziehungsweise man ist sich halt einfach sicherer, was für ein Content auch quasi im Endeffekt rauskommt. Und ich finde eigentlich eher, das hat der Joey auch gesagt, zum Beispiel in seinem Livestream, er hat es ja auch mal vorgehabt und hat ja auch YouTube vorgeschlagen, er würde ein Netzwerk irgendwie machen und die haben es abgelehnt, weil er hat ja ganz strikt gesagt, ja, bei ihm wäre die Grenze 120, 150 Kanäle, was ich persönlich schon ziemlich viel finde. Ja. Weil er einfach gesagt hat, ja, für mich geht Qualität vor Quantität und YouTube möchte eben so viele Leute wie möglich ja eigentlich, ich sag's mal, loswerden, damit sie da nicht so die Arbeit haben, das Netzwerk eben machen. Und ich weiß nicht, aber ich persönlich finde halt, im Fernsehen läuft teilweise schon so viel Trash und wenn es dann auf YouTube dann auch noch so schlimm wird, und ich meine, es ist eh schon ziemlich viel Müll da drin, weil jeder kann ja seinen Scheiß reinladen. Aber wenn man jetzt dann wirklich Kanäle hat, die promotet werden, aber da dann auch nur quantitativ gearbeitet wird und jeden Tag 5 Videos, aber der Inhalt ist gleich null, dann weiß ich nicht, ob das der Sinn von so einer Kooperation oder so einem Netzwerk ist, weil ich finde eher, dass die Qualität, das was rauskommt, der Output sollte das sein, wo das Ziel drauf liegt und nicht andersrum. Ja, ich meine, wenn es dann so Trash gibt, dann sollte es vielleicht auch so Trash-Plattformen geben, sagen mal, die sich nur mit solchen, keine Ahnung, Katzenvideos und irgendwelchen Hunden, die irgendwo Gibt's bestimmt hinpinkeln auch und so. Leute, die das schauen, also so ist ja Ja, nicht. natürlich, die Zielgruppe, das ist so zum Beispiel die Zielgruppe, die Ups, die Pannenshow mal geguckt hat oder so, die gucken sowas an. Aber ich denke mal, sowas hat zum Beispiel bei Mediakraft, wenn ich dort CEO wäre, dann hätte das da nichts zu suchen. Oder wie siehst du das, Georg? Du hast noch gar nichts dazu gesagt. Wie würde bei Ja. dir denn Mediakraft aussehen? Oh, mein Mediakraft, da würden sehr viele Kanäle wegfallen, meiner Meinung nach. Also, wie ihr schon angesprochen habt, ich würde schauen, dass da viel mehr auf die Qualität gesetzt wird als auf die Quantität und dass dann auch viel mehr auf die Community zugegangen wird. Jetzt Das sag mal ein paar einfach. Namen, Georg. Jetzt sag mal ein paar YouTuber vielleicht, wo du sagst, Mensch, das, die hätte ich dann in mein Netzwerk geholt. Jetzt mach mal so Build My Own Network. Das ist doch mal Ja. was. Boah, so eine Art Einkaufsliste, wo ich Genau. alles reinholen Wieder so würde. Spielern, ja. Ja, das wäre echt mal interessant. Das ist so eine typische Lanzfrage. Oh ja. Georg, ne? Wenn du dein eigenes Netzwerk hättest, welche YouTuber hättest du dann in diesem Netzwerk? Sag mal. Boah, also das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde mir als erstes mal Gronkh einkaufen mit Sarraza. Und vielleicht noch ein Rumpel, wenn das Geld da ist. Dann Ungespielt. Genau, Aber den wen wird nennt man man dann auch denn? gleich mit. Ey, stell mal vor, eine Kooperation Ungespielt und Gronkh. Das kann man sich zwar jetzt noch gar nicht so Nee, nicht vorstellen, aber wirklich. ich denke mal, das wäre interessant. Also ich bin jetzt auch mal gespannt, in welches Netzwerk der dann reingeht, der Ob er Ungespielt. überhaupt noch eins ist. Also ich meine, ich denke schon, er profitiert, also man kann ja schon von Netzwerken profitieren. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, Netzwerke sind generell scheiße Nein, oder halt aber da muss Verbindungen, man sondern er schon ver was also erreicht ich haben. finde, der Name Netzwerk ist auch ein bisschen kritisch, weil, also keine Ahnung, vielleicht könnte man das eher Kooperationen oder sowas nennen, weil, ich weiß nicht, Netzwerk, das ist so ein bisschen. Ja gut, ich sag mal, so Namen sind wie Schall und Rauch, Ja. aber es ist halt, weiß ich nicht, man muss das Netzwerk halt so gestalten, dass halt mehr oder weniger fast jeder gleichberechtigt Ja, ist. Und es das müssen halt schafft man alle nicht, mehr von profitieren, das ist ja genau, und das. das schafft man eben nicht, wenn man alles nimmt, was auf dem Markt ist. Und da ist halt auch das Problem mit den Investoren, dass die finanziell von den Investoren abhängig sind und die wollen natürlich ihr Geld vermehrt sehen, ist ja klar. Ich glaube, das ist generell einfach der falsche Ansatz, wenn man sagt, okay, wir pumpen da Geld rein, und das quasi also man wirbt damit, dass man große YouTuber hat, damit dann Leute da Geld reinpumpen. Und wenn es so schon anfängt, dann finde ich, ist das Netzwerk ja sowieso, also hauptsächlich nur darauf aufgebaut, dass die Leute für das Netzwerk arbeiten. Und das finde ich dann nicht so richtig im Netzwerk, sondern es ist irgendwie so, da kannst du gleich arbeiten gehen. Also klar, kriegen die davon auch was, aber das ist dann im Prinzip wie bei einer Firma. Aber wenn du jetzt sagst, ich mache ein Netzwerk, natürlich profitieren da welche, also profitieren Netzwerk vielleicht auch davon, aber vielleicht nicht unbedingt so in dem Maße. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe davon wirklich, also ich krieg da was raus, was beim Simon ja anscheinend nicht so war. Und spätestens dann ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung oder das halt falsch, dass man in so einem Netzwerk drin ist. Weil wenn man für das Netzwerk arbeitet und nicht mit dem Netzwerk, dann ist irgendwas schief, finde ich. Ja. Ja, er hat ja schon was rausbekommen. Wir haben ja die 7.000 € ausgerechnet. Wie gesagt, das ist jetzt roundabout und wahrscheinlich hat er auch noch ein bisschen mehr gekriegt. Er hat ja auch selber mal zugegeben. Ich glaube, das war auch der einzige YouTuber, der zugegeben hat, dass er nicht schlecht davon lebt. Die meisten haben gesagt, na ja, gut, es ist in Ordnung, es geht so. Aber er hat wirklich gesagt, er lebt gut davon. Und das sage ich auch, das ist auch mal ein ehrliches Geständnis.
sag ich mal, zu seinen Fans, wo er dann sagt, Leute, ihr verdient mir, keine Ahnung, die Butter auf meinem Brot, die kommt von euch, mehr oder weniger. Das finde ich ist in Ordnung, das kann man so stehen lassen. Und das war, denke ich mal, auch der Einzige. Also selbst Gronkh und Sarrazin, auf die ich ja große Stücke halte, selbst die haben in einem Interview mal, ich glaube, das war bei Stefan Raab bei TV Total, gesagt, ja, sie können gerade so leben. Ne? Ich meine, gut, Stefan Raab, TV Total, die waren bestimmt auch vorsichtig, weil der hat schon öfters YouTuber eingeladen und hat die dann, sagen wir mal, so ein bisschen, ich will nicht sagen, veralbert, aber die sind nicht wirklich ernst genommen worden. Das ist, fällt mir auch so ein bisschen auf. Was mich so ein bisschen stört, ist auch, dass viele Fernsehleute YouTube trotzdem nicht so ernst nehmen. Die laden die Leute zwar ein, aber irgendwie ist es nicht so ehrlich. Das kommt so rüber, naja, den habe ich halt eingeladen, damit ich ihn eingeladen habe und weil er YouTuber ist und ein paar tausend Abos hat. Aber so richtig ernsthaft mit der Thematik beschäftigen will keiner. Und das nervt mich halt einfach so ein bisschen. Ich glaube, was viele unterschätzen ist, wenn man jetzt mal vergleicht, also ich denke, es gibt bestimmt einige Sender, die sich von den Reichweiten einiger YouTuber doch gerne eine Scheibe abschneiden würden. Also das ist, denke ich mal schon, kann man schon sagen. Ja, nicht umsonst hat ja ProSieben Sat.1 jetzt mit Studio 71 Ja. eigenes Netzwerk gegründet. Ist ja ganz klar, weil die merken, da können wir Klicks machen und die werden sich schon damit beschäftigen. Die werden sich zwar schwer tun. Nee, was mich sehr geschockt hat, deswegen habe ich das jetzt gerade angesprochen, das war die Geschichte, wie Jan Böhmermann drauf reagiert hat. Der hat seinen Tweet mittlerweile gelöscht, weil da ein riesen Shitstorm auf seinen Twitter-Account eingeprasselt ist. Mich ärgert es immer noch, dass ich keinen Screenshot gemacht habe. Aber sinngemäß hat er eigentlich gesagt, ja, ungespielt ist nur neidisch auf Mediakraft, weil die doch mehr Fame haben und mehr Geld umsetzen und er hätte auch gerne mehr Geld. Und das ist de facto nicht so. Also wenn er sich mal das Video von Simon angeguckt hätte, wo er dann auch klipp und klar sagt, ey Leute, mir ist es scheißegal, wenn ich in die Privatinsolvenz gehe, dann mache ich halt Vlogs und reise um die Welt. Mir ist es egal, ich habe eh nur diese Wohnung hier und habe so ein bisschen PC-Kram, aber den kriege ich ruckzuck wieder zusammen. Und das glaube ich auch. Also Mediakraft hat es nicht durchdacht, weil der hat eine riesen Reichweite und selbst wenn er sagt, okay, scheiß drauf, ich mache meine zwei Kanäle dicht und so weiter und ich mache einen neuen Kanal auf, was er jetzt auch gemacht hat im Prinzip und würde da dann ganz was anderes machen, der Ja. hat immer noch mehr als genug Also ich Abos, meine, um der hat davon leben jetzt, zu ja, können. also der, wie ich jetzt gestern, wie dieses Video rauskommt, da habe ich gleich auf diesen Kanal geklickt. Da hatte dieser Kanal, glaube ich, 180.000 Abonnenten, der war im Mai diesen Jahres erstellt worden. Jetzt hat er, Moment, kurz aktuelle Zahl, 400 und 471.000 innerhalb von 2 Tagen so knapp 300.000 dazu bekommen. Ja, das Also ist das ist richtig nicht so, viel. dass der kriegt die Million bestimmt auch wieder locker voll. Also Denke ich so ist es auch. nicht. Und 400.000, also 300.000 Zuwachs in, wie viel sind es jetzt, 2 oder 3 Tagen? Also da kann keiner erzählen, dass der da, mit 400.000 wird er wahrscheinlich auch wieder was verdienen, sodass er zumindest mal, ich sag mal, so ein Grundniveau sich absichern kann, ja. Auf jeden Fall. Also das können sie einem nicht erzählen. Selbst die Leute, die das verpennt haben, die werden irgendwann ihm wieder auf der Startseite begegnen und werden dann sagen, Mensch, das ist doch der Ungespielt, der Simons, den abonniere ich gleich wieder. Also ich denke mal, der wird da kaum Abonnenten verlieren und das ist halt einfach das Krasse. Und was auch krass ist, ist einfach dieser Shitstorm, der da losgetreten worden ist, der sich mittlerweile ja auf alle, natürlich alle Social-Media-Plattformen, egal Twitter, Facebook, Aber sogar Printmedien haben das ja inzwischen sogar gebracht. Das ist ja genau, das das richtig ist krass. richtig krass. Und was mich halt so ein bisschen ärgert, das hat den Simon natürlich auch geärgert, dass jetzt alle größeren Partner, die bei Mediakraft werden, auch dadurch geschädigt werden. Die werden da angeschrieben oder Post gemacht, Kommentare gemacht dazu und mit dem Hashtag Freiheit und ja, was eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Also irgendwelche zum Beispiel Ja. Bullshit-TV, die sind übrigens auch bei Mediakraft, habe ich gestern ein Video gesehen von denen, das war ein Prank und da schreiben die jetzt alle drunter, ja, Freiheit und so weiter und Sche euer scheiß Kanal und so weiter, ihr seid auch bei Mediakraft. Ja, das sind halt diese Kiddies, ne? Die sind einfach noch nicht reif, die haben noch keine Ja. Medienkompetenz, die wissen gar nicht, wie das funktioniert und es sind auch sagen mal, die Leute, die unser Video jetzt anklicken, das werden 90% davon, sind Leute, die sich entweder selber Videos machen oder die sich halt sehr für dieses Web, diese Webtrends interessieren.
Und natürlich werden wahrscheinlich auch ein paar Hater das Ding aufmachen, ist mir aber scheißegal. Flamet da unten in den Kommentaren rum, wie ihr wollt. Das sind alles Klicks, das ist mir sowas von scheißegal. Es ist wirklich, ihr könnt schreiben, was ihr wollt unten in den Kommentaren. Ich werde die auch nicht deaktivieren, egal was ihr schreibt. Ihr könnt mich als sonst was beleidigen. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Und ja, das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Dieser ganze Shitstorm, das ist auch so ein Phänomen, sag ich mal. Das kann man einfach nicht verstehen. Aber das sieht man gleich mal, wie die Menschheit tickt, ne? Da redet einer was vor und dann rennen die alle hinterher. Ich meine, viele wissen gar nicht, worum es eigentlich geht, aber die rennen einfach ihren Idol hinterher. Und so ist es ja auch im Real Life. Nur man sieht es nicht so. Man kann ja nicht in die Köpfe der Leute gucken. Und im Internet ist schnell was geschrieben. Und wenn ich ganz böse wäre, würde ich jetzt behaupten, oder ich behaupte es jetzt einfach mal so, ist Hitler ja auch an die Macht gekommen. Ne? Also, und das ist ein Phänomen. Also, das sieht man ja auch, wie die Leute da hinterherrennen, den Massen hinterherrennen. Echt krass. Also, ja. Achso, nee, was ich dazu noch sagen wollte, gerade wegen dieser Sache mit diesem Shitstorm, der losgetreten wurde, da gibt es ja auch irgendwie da wurde ja auch irgendwie aus der Intermediakraftgruppe was geleakt und da hat der Simon auch nochmal ganz klar geschrieben, dass es ihm leid tut, dass viele wütende und enttäuschte Zuschauer auch Mediakraftpartner kritisieren und das war absolut nicht seine Absicht. Und Mediakraft hat er jetzt auch dazu noch einen Tweet rausgebracht, hier, danke an alle Fans von Unge, die sich bei uns und unseren Partnern entschuldigt haben. Ich denke mal, auch dass es wirklich nicht seine Absicht war, aber das ist eben genau das, was du gerade gesagt hast. Die rennen ihren Leuten da hinterher und sehen dann, okay, Hashtag Freiheit, wir machen da alle mit. So, ich sag jetzt mal ganz grob nach diesem F Motto Le Floyd Army, vielleicht auch so, ne, weil das ist halt immer dieses, in diese Community dahinter steckt. Und dass sie dann eben alle da, ich sag mal, blind hinterherrennen. Und das ist, war wahrscheinlich auch ein Grund, warum der Herr Krachten sich seit 19, also seit dieser Sache eigentlich nicht mehr in den Social Medias hat blicken lassen, weil er wahrscheinlich auch ein bisschen Bedenken davor hat, dass wenn er jetzt irgendwas, ich sag jetzt mal, Video bringt oder rausbringt oder schreibt, dass dann er, weil er eben auch für Mediakraft in so in gewisser Weise steht, dass er dann den ganzen Shitstorm abbekommt. Genau.